Moin Leute, erster Vlog aus der neuen Wohnung und zwar geht's heute nach Whistler. Alter, ich kann's kaum abwarten. Das wird mega, mega cool. Wir haben jetzt im Moment 4.30 Uhr und ich muss jetzt irgendwie probieren, meinen ganzen Kram aus meinem Zimmer rauszuschleppen, ohne meine Mitbewohner aufzuwecken. Mal gucken, wie das klappt. Hallo, du Lulatsch. Hallo. So, wir sind jetzt eben beim Erik angekommen. Der hat hier irgendwie so voll das riesen Gästezimmer mit zwei Couches, wo wir jetzt drin pennen können. Mega gut. Und wir machen uns fertig für die Piste. Und dann geht's los. So, wir sind jetzt in Whistler Village. Bisher ist aber alles noch nicht so ganz glatt gelaufen. Ich habe euch ja den Raum gezeigt, wo wir und Erik drin sind. Da hatten wir einen Schlüssel zu. Den haben Freddy und ich aber dummerweise im Zimmer liegen lassen. Tür hinter uns geschlossen. Es gibt nur einen Schlüssel zu dem Raum, das heißt die Tür ist zu und wir kommen eben nicht mehr in den Raum rein. Was schon mal suboptimal ist. Das heißt, da müssen wir jetzt dann irgendwann nach dem Skitag noch rausfinden, dass wir irgendwie einen Schlüsseldienst oder was auch immer suchen, dass der Raum wieder aufgeht. Kann nur besser werden. Ey, übertreib's doch nicht mit deinem scheiß Gefilm, ich will fahren! Okay, wie sieht der Plan aus? Ich würde jetzt Harmony fahren. Und der andere Sessellift? Ja, der 6er, eigentlich der 6er in Whistler.
Okay. Oh ja. Ja, dann im Park. Also einmal noch auf die Piste und dann ein bisschen Park, ein paar Sachen ausprobieren. Gut, ich bin noch im Plan. Alter, war ein mega cooler Tag, auch wenn die Bedingungen jetzt nicht so der Hammer waren, aber trotzdem mega Bock gemacht, Alter. Das Dumme an Whistler ist, die machen schon um 3.30 Uhr zu und nicht wie wir in Cyprus bis 10 Uhr auf. Das heißt, wir fahren jetzt runter und ja, du hast. So, jetzt müssen wir uns noch irgendwie darum kümmern, dass wir bei uns in den Raum wieder rein können. Ich habe euch ja vorhin erzählt, dass wir uns ausgeschlossen haben. Das heißt, wir müssen jetzt entweder probieren, die Tür aufzubrechen oder wahrscheinlich einfach einen Schlüsseldienst holen. Oh Mann, Mann, Mann. Naja, war ein guter Tag. So, das hier ist unser Zimmer. Leider zu und wir haben keinen Schlüssel. Das heißt, wir probieren jetzt einfach mal die Tür selbst aufzubrechen. Das dürfte ja gar nicht so schwer sein. Also in der Theorie nehme ich jetzt einfach hier so eine Karte. Und dann müsste es doch irgendwie gehen, oder? Ah, Mann! Okay, ich glaube, es ist Zeit, dass wir den Schlüsseldienst rufen. Oh Mann, das wird so unnötig, so teuer. So, wir haben jetzt nach mehreren Versuchen den Schlüsseldienst endlich erreicht. Der ist jetzt unterwegs und jetzt warten wir hier, bis er uns die Wohnung wieder aufmacht. Und das Ganze wird uns viel zu viel Geld kosten. Ach, so unnötig. So, it's not this door, it's one of the doors inside. Okay. Yeah, let's just take a look. Yay! That's an interesting way. Alright, you grab the key. You grab the key. Wuhu! Der Typ war jetzt eben da und hat die Tür fast aufgebrochen. Und wir sind jetzt wieder drin. Aber, Alter, wir haben, also nachdem wir uns ausgeschossen haben, bin ich aus dem Fenster geklettert, neben im Nachbarzimmer und bin raus und dachte so, ey,
die Fenster hier kann man einfach so leicht aufschieben. Vielleicht geht es ja. Hab das dann bei dem einen Fenster probiert, aber es hat halt nicht funktioniert und es war dann abgeschlossen. Dann dachte ich, oh, okay, passt, dann klappt das nicht. Dann haben wir es eben nochmal probiert und das andere Fenster direkt neben dran, eins neben dran, war nicht abgeschlossen und es hätte ich einfach nur aufschieben können. Wir hätten easy durchs Fenster reinklettern können und alles wäre gut gewesen. Alter, da hätte man das Scheißgeld auch einfach verbrennen können. Ohne Quatsch. Naja, jetzt sind wir wenigstens wieder drin.